Ja, meine lieben Freunde. Ich bin nach wie vor absolut nicht zu Hause. Und deshalb gibt es nur dieses Text-to-Speech-Intro für diese Folge Dead by Daylight mit der Sonntagslobby am Mittwoch. Lasst jetzt einen Like da, schreibt einen Kommentar und natürlich nicht das Abonnement mit Glockenaktivierung vergessen. In dieser Folge war Bubba wieder wild am Zersägen, aber das ist kein Problem für Papo, denn er ist der beste Dead by Daylight-Spieler auf der Welt. Scheiß mal auf Klö und jetzt viel Spaß. Das ist Bubba. Oh mein Gott, aus dem Weg. Aus dem Weg. Es ist Klörs Hunde mal wieder. Bubba, macht doch einfach Geht Spaß. Geht mir alle raus. Aus dem Irma, macht die Bahn frei. Ich habe einen Totem geglänzt. So, was sagt ihr zu der Attack on Titan Koop? Boah, das wird ein Banger. Ich finde die Anhänger sehen richtig gut aus. Wird titanisch, glaube ich. Hör auf, dass die Anhänger in solchen Spielen immer gut zu reden. Niemand mag Anhänger. Wir hätten mit der Vorderkorb einen richtig geilen Oni-Skin bekommen können und wir haben einen Ritterhelm als Anhänger bekommen. Ja, das ist doch nice. Also wer auch immer mir da den Bubba weggenommen hat, soll in der Hölle schmoren. Ich hab ihn dir nicht weggenommen, du hast ihn irgendwie abgeladen bei mir. Ja, du hast mich ja angeboten. Ich wollte gerade diesen Loop nutzen und du so, ich mach einen Gen. Oh, guck mal euch an, ich bin so attraktiv, während ich am Gen völlig hilflos stehe. Ich will halt immer noch die Bestätigung offiziell haben, dass es wirklich 10 Attack on Titan Skins sind. Gibt's auch welche für Killer? 8 Survivor, 2 Killer, ja. Soll es. Okay, was denkt ihr? Ich glaube also ja. Also einer steht ja schon fest, der Armor Titan. Ja, aber okay. Ja, das bestimmt. Das Armor Titan kann ich mir vorstellen, dass das Peitschen-Dude wird. Oh, Spirit, Fury and Yuri. Nicht? Nee. Aber warte mal, ich muss schnell tanken. Sein, ne? Der ist ja schnell, dann ist es bestimmt Blight. Nee. Ich bin nicht tot, ich lebe noch. Ein Versuch, aber nicht. Trotzdem ja, Spirit, Freunde, Fury falls ihr euch fragt, warum es regnet, das ist, weil Passiver gechased wird. By the way, der wastet gerade eh eine Palette, also wenn ihr irgendwo noch eine Palette sucht, ich müsste welche machen. Achso, ich wollte gerade fragen, ob Windows verbuggt ist, weil es leuchtet nichts mehr gelb. Naja, Parsi wird seit 20 Sekunden gechased. Ja, Parsi hat hier den. Nur läuft er noch, oder? Ja, naja, ja. Jetzt sind wir bei 21 Sekunden. 22. 22. Er hat in eine Wand gesägt. Komm gleich zu mir, ich bin direkt tot. Nein, ich gucke ihn mir genau an. Okay, passt. Boah, der hat kurz überlegt, ob er da hingeht zu dem Generator. Ich cleanse ein zweites Totem, ne, weil das ist ja ein Boba, der spielt bestimmt nöd am Ende. Ah, das schaffe ich nicht. Doch, schaffe ich. Oh, let's go. Guter Chase. Let's go. Boah, der hat aber langes Tantrum. Naja, der haut sich auch eine ganze Menge rein da. Der ist weg von Parzi. Ja. Ey, das war ein geiler Chase. Hat Spaß gemacht. Guter Einstieg. Okay. Parzi hat den einmal Abend abgeschmiert. Aber weil ich eine gute Reaktion habe, weiß ich sofort, was ich zu tun habe. Ja. Ich habe nur 5 Paletten oder so gedroppt. Boah, hier scheint wirklich gar nichts. Ich muss gerade Open Field mit einem Baum jucken. Quatsch. Guck mal, da steht. Das ist ein. Ja, mich gerade. Er steht da bei einer Palette. Nee, stopp. Oh, jetzt hat er sie gewaped. Ich hab dir doch gesagt, er hat Spirit Fury Enduring. Oh, Vogel. Aber das will ich mir angucken. Guck zu. Siehst du es? Guck zu. Da sollte man immer schnell droppen, ne? Damit man ihn nicht stunt. Ja. Klar. Hat er ihn gegrabbt? Jo. Hat ihn aus dem Schrank gegrabbt. Hat verkackt beim Rausspringen. Boah, ich hatte gerade wirklich dieses ERC-Standbild. Das kann nicht wahr sein. Mein Gott. Nee. Wirklich. Genau in der letzten Sekunde. Ich drück Spacebar, Standbild. Der Harvard, also der proxiert ein bisschen. Der läuft immer. Der läuft zwar relativ weit weg. Ich hab Theoretisch BT. Zurück, ja? Ich hab auch BT. Ja, das Gute ist, dass jetzt wieder so eine Stunde Zeit da bis zum nächsten Standbild. Also wenn du mich jetzt abhuckt, mache ich 5 Gen-Juke. Ohne Palette, ist er weg? Ich brauche keine Paletten. Naja, der ist weg. Nee, er ist kein Ingenious. Der ist nicht hinter dem nächsten Stein. Ich höre leichten Terror-Radius. So, oh, ich liebe Bambusel, Bubba. Der hat Bambusel, Spirit, Fury, Enduring. Keine Ahnung, was das Vierte ist. Ist einer einem Gen? Ja, ich gerade nicht. 60. 60 Gens? Nee, warte, nee, 60%. Er geht ja außen rum? Nee, doch nicht. Ah, okay. Er bamboozelt das Window. Du Schwein. Ja, ich mach den nackig, komm. Freunde, ihr könnt ruhig die letzten 3 Gens auch noch alle auf 99 machen für Punkte. Prove thyself, falls ihr noch irgendwas braucht. Ihr wollt ja auch Kuchen sammeln. Nee, hast du Adre?
Nö, absolut nicht, aber brauche ich auch nicht, weil ich den jetzt wirklich so lange drücke, bis er aufgibt. Er wechselt ja, das Target PC. Leider, er macht mich fertig. Drei. Der hat nöt, warte bitte kurz. Eins, okay, ich warte. Diese Leute. Sag, wenn ich soll. Sag, wenn ich anmachen soll, den Gen, ne? Jetzt! Warum bist du nicht geheilt? Ich hab keinen Adra, aber ich wollte nöt nicht abbekommen, weißt du? Ich wusste, dass er mich schlägt. Oh, oh. Ich gehe wahrscheinlich trotzdem hier down, wenn wir nicht noch irgendwie was kriegen. Also das Tor bei der zweiten Check ist auf jeden Fall. Ich versuche zu Check zu kommen. Check ist nur 30%. Check ist nur 30%. Das ist jetzt ein Problem. Okay, aber das war wichtig. Ja, ich muss jetzt hier weg, sorry. Ja, lauf weiter, Parzival. Links von dir ist eine Palette, rechts ist auch. Ah, du hast auch Windows. Nevermind. Du bist ja aber er kriegt mich. Oh, gestunt. Nice, schön. Ja, geh ins Kompan und da in die. Da hast du rechts, hast du noch eine Palette ja, und dann ja, ja, ja. Dahinter ist die. Ist die LT-Wall. Ein Bild von einer. Exit Frau. Ist offen am Killer-Check. Kannst du ja, da komme ich jetzt hin. Schaffst du es? Ja. Sehr gut. Kommst du? Alter, klar, weg da. Was denn? Ihr Schweine. Du bist schon ja, du machst aber auf! Ich kann nicht! Mach auf, du stehst da davor! Ich kann nicht! Mach auf! Ich kann den Schiff nicht! Oh, Leute, raus! Oh mein Gott! Ja, du bist so ein scheiß Assi. Du wolltest das alles töten. Du bist so ein scheiß Assi, wirklich. Ey, ich hab diesen Bubba drei Gens lang so hops genommen und das ist der Dank dafür. Du wolltest uns alle töten. Wie kann man denn so sein, Klör? Ja, ich schieb das jetzt ruhig auf mich, aber wir alle wissen, du standest vorm Schalter. Nein, und hast du blockiert. Standst davor und hast ihn blockiert. Nein. Oh mein Gott. Aus irgendeinem Grund hat das funktioniert. Moment. Komm, Papo, ich gönn's dir. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Oh, der gibt aus, dir den Boost. Willst du mich verarschen? Warum gibt er dir den Boost? Lauf doch direkt! Er gibt dir einfach die Maus 1. Okay, aus irgendeinem Grund hat das einfach funktioniert. Er gibt dir einfach den nötigen Speedboost, aber schön gemacht. Ja, ist echt toxic von Klör, meine Güte. Es ist voll nett von Parsi, dass er noch gegönnt hat. Och Mann, meine Kamera ist schon wieder aus!